Fast 40 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm haben diese veganen Curry-Taler, die ich dir heute zeige. Die kannst du entweder pur genießen oder du nutzt sie als glutenfreie Low-Carb-Brötchen-Alternative. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Rezeptvideo. Und ich weiß, auch dieses Video wurde bereits heiß erwartet. Diese Curry-Proteintaler habe ich nämlich früher immer zu Potlucks und zu veganen Brunches mitgenommen und die waren der absolute Blockbuster. Ich habe da zum Teil 80 bis 100 Stück zubereitet und trotzdem haben sie nie gereicht, weil sie einfach so mega lecker sind. Das Rezept findest du in der aktuellen Auflage meines Buches Top ernährt, nix entbehrt. Ich setze dir den Link dazu unten in die Infobox. Dort habe ich dir auch die genauen Mengenangaben reingeschrieben und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit den High-Protein-Curry-Talern. Dafür brauchen wir Kürbiskerne, Leinmehl, Mandelmehl, ein paar Gewürze wie Currypulver, Paprika edelsüß, Bockshorn-Kleesamen, Salz und Schabzickerklee und wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Als erstes zerkleinern wir die Kürbiskerne im Blender. Die kommen in eine große Schüssel. Wir fügen das Mandelmehl, das Leinmehl und die Gewürze hinzu. Das vermischen wir grob mit dem Teigschaber. Nun kommt noch das Wasser mit hinein und wir verarbeiten alles zu einem homogenen Teig. Den rollen wir zwischen zwei Backfolien gleichmäßig aus, das kann ruhig ein bisschen dicker sein. Und daraus stechen wir unsere Taler aus. Die platzieren wir auf ein Dörrgitter und nun kommt das Ganze ins Dörrgerät bei 40 Grad für ungefähr 10 bis 12 Stunden. Und damit sind die Proteintaler fertig zum Genießen. Noch ein Tipp, was die Zubereitung betrifft. Ich habe die Taler nach ungefähr 7 bis 8 Stunden gewendet und habe sie so zu Ende dörren lassen. Ich habe das Gefühl, dadurch bekommen sie eine richtig schöne Konsistenz. Übrigens, solltest du kein Dörrgerät haben, dann kannst du die Taler auch im normalen Backofen zubereiten. Habe ich zwar noch nicht probiert, aber theoretisch spricht ja nichts dagegen. In diesem Sinn würde ich mich freuen, wenn du das Rezept mal ausprobierst. Und wie gesagt, du kannst es auch super als Brötchenalternative nehmen. Und wenn du das getan hast, dann schreib mir gern dein Feedback in die Kommentare. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib maximal vital. Alles Liebe, deine Fanny.